Hier sind die EmsTV News. Es ist Freitag, der 16. Juni. Ich begrüße Sie herzlich zu Ihren regionalen Nachrichten. Gestern kam es auf der Aschendorfer Straße in Neubürger zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Eine 21-Jährige war in einem VW in Richtung B401 unterwegs. Dabei kam sie gegen 21.50 Uhr zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Leitpfosten und kam daraufhin links neben der Fahrbahn auf einem Feld zum Stehen. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.100 Euro. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet in der Nacht zu Freitag gegen 0.55 Uhr eine Gartenhütte an der Burgstraße in Herzlake in Brand. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehren aus Haselünne und Herzlake waren mit 4 Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Gestern ist polnischer Besuch aus der Partnerschaftsgemeinde in Salzbergen eingekehrt. Neben dem Salz- und Ölmarkt steht beispielsweise eine kulturelle Exkursion zum Gronauer Rock'n'Pop-Museum auf dem Programm. Die Vorfreude auf den Salz- und Ölmarkt in Salzbergen ist groß. Passend zu dem anstehenden Event am Wochenende kamen Gäste aus der polnischen Partnerschaftsgemeinde Czernowitz zu Besuch. Die Freundschaft besteht nun schon seit vielen Jahren. Hans Stein erinnert sich an die Anfänge. Die Partnerschaft ist dadurch entstanden, weil wir Hilfstransporte nach Polen in der schlechten Zeit 1982 schon angefangen sind, die Gemeinden dort zu unterstützen mit Lebensmitteln, mit Sachen, die für den täglichen Bedarf gebraucht wurden. Und wir hatten eine Anlaufstelle zuletzt in Czernowitz, also in dieser Partnergemeinde. Und dadurch haben sich viele Freundschaften entwickelt, die dadurch weiter gefördert wurden, dass dann eine Gemeindepartnerschaft entstanden ist zwischen Czernowitz und Salzbergen. Und weil man das weiter auch vertiefen wollte, hat man auch diesen Verein GPV gegründet. Mit wechselseitigen Besuchen verstärkt sich die Freundschaft der beiden Gemeinden immer mehr. Der Bürgermeister aus Czernowitz hält die Partnerschaft für sehr bedeutend. Die Partnerschaft ist sehr wichtig, die dauert schon ganze lange Zeit. Die Salzbergen unterstützt unsere Gemeinde. Wir bekommen ganz viele Spenden von Salzbergen und ich freue mich, dass die Partnerschaft weitergeht und sich entwickelt. Die Traditions-Open-Air-Veranstaltung bietet in diesem Jahr gleich mehrere stimmungsvolle Highlights. Wir beginnen mit einem Darts-Turnier, einem Vereins-Darts-Turnier. Vereine aus der Region beteiligen sich an diesem Turnier, ausgerichtet durch die Darts-Abteilung des SVA Salzbergen. Abends wird dann traditionell Rock an der Lok stattfinden, diesmal wieder mit den Funkies aus Rheine, die hier aufspielen werden auf der Bühne an der Lok. Am Sonntag dann das Marktgeschehen, ab 11:15 Uhr großer Frühschoppen, bayerischer Frühschoppen hier in Salzbergen und anschließend dann das Markttreiben hier in den Straßen und mit Bühnenprogramm natürlich begleiten. Für Jung und Alt, insbesondere auch für Kinder, ist das ganz interessant. Bei diesem bunten Programm können die Besucher der Partnerschaftsgemeinde sicherlich interessante Einblicke in das Leben und die Kultur des Landes erhalten. Die Festivalsaison ist längst auf der ganzen Welt gestartet. An diesem Wochenende geht es auch im Emsland musikalisch zur Sache. Das Angebot an Acts könnte ausgewogener nicht sein. Die Hensch Arena in Meppen. Normalerweise eher trist. Heute gibt es im Stadion des SV Meppen ausnahmsweise mal einen Grund zur guten Laune. Es wird gesprungen und getanzt. Die dritte Ausgabe des Emsland Open Air steht auf dem Programm. Im vergangenen Jahr heizten unter anderem die Fantastischen Vier und Sarah Connor den Emsländern ein. Heute und morgen stehen keine geringeren als The One and Only Roland Kaiser und Contra K auf der Bühne. Die Veranstalter freuen sich auf ein besonderes Event. Die größte Herausforderung oder auch der größte Anspruch war, jedes Jahr ein bisschen besser zu werden, immer wieder ein bisschen an den Stellschrauben zu drehen und auch den Gästen immer wieder von Jahr zu Jahr ein bisschen was
Tolleres zu bieten, auch in dem gastronomischen Bereich. Deswegen, wir haben Wein und Cocktails, wir haben Bier, wir haben alkoholfreie Getränke, wir haben Speise und Trank jeglicher Couleur. Es gibt auch was Herzhaftes, was für die Vegetarier, Veganer und auch schönes Eis bei dem Wetter. Deswegen, glaube ich, sind wir da gut aufgestellt für dieses Wochenende. Bereits 18.000 Tickets sind verkauft. Für Kurzentschlossene sind aber noch ausreichend Karten für beide Acts erhältlich. Denn heute führen ganz nach Roland Kaiser nicht alle Wege nach Rom, sondern nach Meppen. Denn nicht alle Wege führen nach Rom und auch mein Herz ist nicht aus Stahl. Wir wünschen ganz viel Spaß denjenigen, die dabei sind. Das waren die MCV News für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und wir sehen uns am Montag wieder. Bis dahin und tschüss.